Pflichtprogramm, Bundesliga und der deutsche Meister gibt sich auch im 5. Saisonspiel keine Blöße. Schnell führte die SG mit 12:4 und legte früh den Grundstein für einen ungefährdeten Heimsieg in der Viadukthalle. Das war auch unser Ziel, dass wir von Anfang an da sind, hier direkt zeigen, dass wir denen keine Chance lassen wollen, dass wir die Punkte hier behalten wollen. Und ich bin froh, dass wir das von Anfang an sehr, sehr gut gemacht haben. Trainer Martin Albertsen konnte sich vor dem wichtigen Auswärtsspiel in der Champions League am Sonntag beim norwegischen Vertreter Kristiansand sogar erlauben, die meisten Spielerinnen nur die Hälfte des Spiels auf der Platte zu lassen. Es ist gut, dass jeder mal seine Spielanteile bekommt, dass die, die jetzt am Wochenende vielleicht viel gespielt haben, nicht ganz so viel ran müssen. Ich denke, das hat Martin gut gemacht, dass er da die Kräfte ein bisschen verteilt hat. Positiv ist vor allem auch die Tatsache, wie locker der Meister die Rückschläge in der Champions League einsteckt und auch gegen vermeintlich leichtere Gegner die Konzentration hochhält. Ein 35:23 gegen Blomberg-Lippe ist beim aktuellen Spielplan sicher nicht selbstverständlich. Es sind zwei unterschiedliche Wettbewerbe. Wir haben in der deutschen Liga ein klares Ziel vor Augen, in der Champions League natürlich auch. Aber wir lassen uns da nicht runterziehen, ganz im Gegenteil. Wir versuchen eigentlich hier wieder Selbstbewusstsein zu tanken, das wir dann mit nach Norwegen jetzt nehmen können. Am Sonntag also Spiel 3 in der Königsklasse beim norwegischen Vizemeister Vipers Kristiansand. Für die Ladies fast schon ein kleines Endspiel in der Gruppe D. Ja, ich glaube, wir wollen einfach wieder in unser Spiel zurückfinden, bessere Spiele machen als die letzten beiden in der Champions League. Und dann bin ich auch optimistisch, dass wir da auf jeden Fall eine Chance haben. In der Bundesliga ist das Team von Martin Albertsen übrigens schon wieder da, wo man sich auch gerne am Saisonende sehen würde. Seit gestern ist die SG mit 10:0 Punkten nämlich wieder Tabellenführer.